Natalie Horler ist die Stimme und das Gesicht des Dance-Projekts Cascada, das es seit 2002 gibt. Im Jahr 2012 sitzt die Sängerin in der Jury von Deutschland sucht den Superstar neben Dieter Bohlen. Bunte.de will von Bohlens ehemaliger Mitjurorin Natalie Horler wissen, wie sie im Jahr 2012 ihre Zusammenarbeit mit ihm erlebt. Das Statement der Sängerin gibt einen kleinen Einblick, wie sehr das DSDS-Urgestein zumindest damals die RTL-Produktion im Griff hat. Meine Erfahrung mit Dieter neben mir am Jurypult war grundsätzlich, dass ich alles um ihn drehen musste. Dazu gehörte unter anderem, dass ich meine damalige aktuelle Single während der Staffel auf gar keinen Fall promoten durfte, trotz Auftrittsanfrage seitens der DSDS-Produktion. Da wäre deutlich zu viel Fokus auf mich anstatt auf Dieter gewesen, erzählt Horler. Der sogenannte Pop-Titan steht aktuell wegen Sexismus in der Kritik. Ex-Jurorin Horler verrät, was sie damals erlebt hat. Sexistische Kommentare habe ich persönlich nie erfahren gegen mich, aber diese waren bezüglich der Kandidaten an der Tagesordnung. Wenn eine Kandidatin nicht singen konnte, sie aber einen super Körper hatte, dann wurden ihr mehrere Chancen gegeben, es erneut zu versuchen, damit sie irgendwie durchkommt, um im Bikini auf den Malediven im Recall dabei zu sein. Neben ihr äußert sich auch Anja Lukas-Eder. Sie bezeichnet den 69-Jährigen als Narzisst, der vom Teamplayer meilenweit entfernt sei.